Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute geht es in den Hansapark Sirksdorf. Patrick Jansen, leitender Mediendesigner von IMA Media, hatte einen Termin im Norden und ist extra wegen meiner Wenigkeit nochmal in den Hansapark gefahren, um mit mir ein paar Achterbahnen zu fahren. Unfassbar, oder? Was wir alles in Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer erlebt haben und wie gut ich meinen eigenen Homepark kenne, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also bleibt dran, wenn ihr Lust auf einen unterhaltsamen Spaziergang im Freizeitpark habt, und bis gleich. Wir starten mit rasanter Geschwindigkeit in den Looping. Willkommen zurück. Unfassbar, oder? Und herzlich willkommen. Ja, ich bin nicht in Lübeck. Meine Heimat sozusagen. Aber ich bin so gar nicht weit weg. Ihr wisst es ja eigentlich schon, wo ich bin, weil das steht ja in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen hier im Hansapark in Sirksdorf. Unfassbar, oder? Ja, heute ist wirklich ein schöner, sonniger Tag. Heute haben wir, was haben wir eigentlich heute? Freitag, den Engeintag. Und ich muss ja gestehen, seit über eineinhalb Jahren, das glaubt mir keine Sau, seit über eineinhalb Jahren nicht mehr im Hansapark. Asche auf mein Haupt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber jetzt ist es soweit und ich bin nicht alleine. Ich freue mich sogar sehr, dass er dabei ist, weil der Patrick von IMA Media hat mir mal versprochen, wenn er in der Gegend ist, irgendwie mal einen Termin hat, dann sagt er mir mal Bescheid und dann können wir mal in den Hansapark mal zusammen gehen und mal hier zwei, drei Achterbahnen fahren und ja. Hallo da draußen. Unfassbar, oder? Mega. Mega geil. Warte, wir können ja schon mal ein bisschen gehen. Ja. Ja, erstmal finde ich das. Hallo da draußen an deine Fans und Funfair-Blog-Community. Erstmal fand ich das cool, dass du dich gemeldet hast. Ich war ja für alle diejenigen, die es noch nicht gesehen haben und die mit IMA Media bzw. mit IMA Score nichts anfangen können, was ich allerdings nicht glaube, weil IMA Score und IMA Media ist ein sehr bekannter Name. Okay. Was doch, ist so. Dann verlinke ich euch schon mal vorab die Reportage. Ja. Was wolltest du sagen? Achso, nee, alles gut. Dann verlinke ich euch auf jeden Fall die Reportage, weil ich war ja am 18. Dezember bei euch. Ne? Ja, genau. Und das hat gar nicht so lange her. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und da haben wir eine Reportage gemacht, die geht 2,5 Stunden. Aber ich krieg immer noch Zuschriften, dass das total interessant war, weil ihr habt auch sehr viel erzählt. Und was einige Leute auch gar nicht wissen, was ihr alles macht in der Parkbranche. Das ist ja nicht nur Musik, ne? Sondern das ist ja wirklich das komplette Portfolio, auch was Mediendesign angeht. Ja, genau, richtig. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall da mal rein. Jetzt aber noch nicht, weil jetzt machen wir erstmal Hansapark, ne? Bin gespannt. Und ja, Patrick, Mensch, wir wollen jetzt einfach mal Achterbahn fahren. Ich weiß nicht, wollen wir hier mit Nessie starten? Können wir machen, gerne. Voll Looping und so, voll geil. Da, ich muss ja sagen, das war meine erste Loopingbahn. Ja? Das war, hier habe ich ja meine halbe Jugend verbracht, weil Hansapark ist ja in Anführungszeichen, dadurch, dass ich damals in Waldschied gewohnt habe, das ist ungefähr hier eine Stunde entfernt, das ist so mein Homepark gewesen. Ne? Kindheitspark, Homepark, okay. Ja, und da habe ich die komplette... Ja, du hast es ja echt nicht weit, ne? Wie weit fährst du? Also von Lübeck aus gesehen, jetzt fahre ich 20 Minuten. Ja, siehste. Und dann war ich anderthalb Jahre nicht mehr hier. Das geht gar nicht. Schäm dich. Ja, habe ich auch, also dickes Entschuldigung. Ich fahre hier mit Stau 6 Stunden. Es ist unfassbar. Also, schäm dich. Ja, das ist, aber was tut man nicht alles? Aber schön, ne? Und vor allen Dingen finde ich genial heute, das Wetter ist ja echt ideal. Ne? Ja. Gestern hat es ja doch noch, können wir hier gehen, ne? Habe ich gehört, viel Gewitter gegeben. Also nicht hier, aber auf dem Weg. Ja, ich habe ja schon erfahren, hier NRW beziehungsweise und im Süden ist ja richtig Land unter, ne? Mhm. Also das ist ja richtig, richtig krass. Das ist immer das Schöne, wenn man wirklich überall Termine hat. Irgendwie fahre ich immer weg von den Katastrophen, von Naturkatastrophen. Ich habe das nicht mitbekommen, obwohl ich ja da eher aus, ich komme aus NRW und habe das zum Glück nicht live miterlebt. Nee, ja. Aber das ist das beste Freizeitparkwetter, was man haben kann. Das ist gerade echt angenehm. Das ist auch, gestern war ja auch noch über 32, 34 Grad, ne? Ja, genau, richtig. So, ja. Und heute, ich hoffe, so, es bleibt bei den 24, 22 Grad. Wir sind ja hier. Es kann ja nur gut werden. Ja, Mitch, und wir können ja mit Nessie mal anfangen hier, ne? Bei bestem Wetter, eine schöne Schwarzkopf-Achterbahn. Und die fährt sich immer noch so butterweich. Also, das ist...
riesen dickes Lob. Ich mag die Bahn. Ich auch. Also ich bin auch schon mal mitgefahren. Also hier kann man noch mal sehen, ne? Wirklich klasse. Super Rollercoaster, ne? Nessie und so. Und wie ich gerade sehe, die haben einen neuen Eingang. Das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Der Eingang war früher ja ein bisschen weiter weg. Und ja, wir gehen mal, lassen erstmal die Damen vor oder was. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal in Nessie mal rein. Also, das ist echt. Ja, das haben die, glaube ich, neu. Ja. Also, das kenne ich hier noch gar nicht. Aber ihr wisst ja, ich weiß ja, ich kenne ja fast nie was. Also, ich habe ja nie Ahnung. Deswegen ist ja gut, dass du heute hier bist. Ja, ich sag immer, ich habe zwar einen Freizeitpark und Kirmeskanal, aber mir fallen auch manchmal so die Namen nicht ein, ne? Also ja, von den Attraktionen und sowas alles. Und ich weiß nicht, das kennt ihr ja, wisst ihr ja. Na gut, dann würde ich sagen, guck mal, hier fällt gerade der rasende Roland hoch. Unfassbar, oder? Durch den Looping. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal schön Nessie. Also bis gleich, oder? So, wir sind jetzt gerade Nessie gefahren und ja, was sagst du? Super, also wirklich so eine butterweiche Fahrt für so eine alte Attraktion. Genial. Das macht natürlich auch die Pflege aus. Ne? Also der Hansapark gibt sich immer größte Mühe und das merkst du auch. Die Bahn ist ja, glaube ich, Baujahr 1980. Überleg mal. Und also, ne? Und ja, denn wir sind vorhin gerade eben vorne gefahren. Ne? Du hast mich gefragt, wo willst du sitzen? Ich sag, mir egal, ne? Hinten ist ja schneller. Aber ja, wollte mehr sehen. Und wir wollten mal sehen, weil wir saßen direkt erste Reihe. Und ich kann, also es ist so eine coole Bahn, also ich kann mich nur wiederholen, sie fährt so butterweich, ne? Aber auch es ist ja immer auch Schwarzkopf. Die Bremsen am Ende, also da bin ich erstaunt, die Blockbremsen, die fährt jetzt hier gerade ein. Da rein, ne? Auch die Geräusche, ich kann es immer wieder sagen, auch wenn ihr am zweiten Lifthill runterfährt, da hast du ja noch mehr dieses Zischen und da kommt wieder das Achterbahnherz, das Fan wieder, es tut mir die leid. Die Geräusche sind natürlich... Es tut mir leid, auch wenn die Kette hier loslegt, ich krieg immer Gänsehaut. Mhm. Das ist ein Achterbahn-Freizeitpark-Fan, seid ihr ja selber auch alle. Ja, und klar, das wisst ihr ja auch, ja, weißt du? Also echt tolle Bahn, ja. Und jetzt ist auch wieder der Moment, wo ich sage, ich liebe meinen Job, als wir gerade im Lift oben waren. Also das ist wieder, sowas macht echt immer Spaß. Das macht Spaß. Ja, Patti, wo wollen wir jetzt hingehen? Diese Richtung oder? Du kennst dich hier besser. Ja, beim Homepark hier, ne? Wie sagt man immer Homepark? Entschuldigung, dass ich überhaupt ein bisschen eine Sonnenbrille auf habe, weil einmal knallt die Sonne. Und ich habe ja, was einige gar nicht wissen, ich habe Heuschnupfen. Ja, du hast eine Allergie. Ja, ich habe so eine Allergie und da habe ich immer, kann ich mal zeigen. Hier voll das Matschauge. Ja. Ein rotes Auge. Aber die Sonne knallt hier auch und deswegen für mich immer mit, wie sagt man, mit Sonnenbrille. Jetzt gehen wir, weiß ich nicht, Richtung. Ich bin gespannt. Richtung Kernern. Richtung Kernern, genau. Wir gucken einfach mal. Vorne sehe ich nochmal eine fliegende Hai. Ist auch eine sehr geile Anlage, eine schöne Husanlage. Ja, ich mag ja sowas, ne? Glaube ich. Ja, da haben wir hier nochmal links Rasener Roland, ne? Ist so ein Family Coaster. Und hier stand früher die Seeschlange. Da bin ich als Kind ununterbrochen gefahren. Das war so eine Mini-Achterbahn. Okay. Und ist auch schon Jahre her. Und da habe ich mich nie in Nessie reingetraut. Ja. Und da bin ich, ich weiß gar nicht, so viele Runden mit der Seeschlange gefahren. Ja, habe ich Freude dran gehabt. Und danach habe ich ihm gesagt, gut, ich fahre jetzt mal hier die Loopingbahn. Ne? Ja. Und da ging mal, ja, wir müssen hier lang, weil hier wird gerade werden gerade Blumen gepflanzt. Und das muss man ja auch mal sagen. Ich finde den Park landschaftlich genial. Also hier, was die an Blumenbepflanzung und Umgebung hier gestalten, top, top. Das gefällt mir. Hier kommt auch dieses gewisse Urlaubsfeeling auf, weil ich finde schon genial, egal welche Attraktion du fährst und die auf Höhe fährt und du siehst dann im Hintergrund das Wasser. Genial. Ich bin auch schon dieses. Deswegen beneide ich dich, wenn das dein Homepark war. Also, auch ja, cool. Ist. Ja, nee, ehrlich, schön hier. Wie gesagt, ich habe ja in meiner Kindheit tatsächlich in der Nähe oder Lübecker Bucht mal immer Urlaub gemacht. Und deswegen kommt dieses Urlaubsgefühl hoch. Ne? Und das finde ich echt klasse. Das ist auch vor allen Dingen, wie der Park sich entwickelt hat. Das ist so Hammer. Wenn man mir vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, hier steht erstmal so eine riesige Achterbahn wie Kernern oder Fluch von Novgorod und vor allen Dingen so geil thematisiert, das hätte ich nie geglaubt. Ja, echt nicht. Der Park hat ein geniales Repertoire, was Achterbahn anbelangt. Also von allen etwas, wenn ich das schon hier wieder sehe, eine wilde Maus, eine alte Schwarzkopf-Achterbahn, jetzt hier Kernern, also genial. Die haben echt für
für jeden was dabei. Und das ist das, was ich faszinierend finde. Ja. Klasse. Vor allen Dingen, wo ich auch gehört habe, wie denn Kernan entwickelt worden ist oder wie rauskam, ja, der Hansapark baut so eine riesige Loopingbahn, sag ich schon, eine riesige Achterbahn wie Kernan mit diesem Turm. Also da habe ich gesagt, ey, das ist doch Wahnsinn, ne? Und sowas habe ich vor meiner Haustür. Ja, ja, und vor allen Dingen tolle Parksilhouette, ne? Wenn du das schon von Weitem immer siehst. Oh, geil, absolut geil. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, in Kernan rein und fahren jetzt mal eine Runde, oder? Ja, ja, klar, gerne, ich bin dabei. Und wir fahren mal eine Runde Kernan, also bis gleich. Imasco hat die Musik gemacht, die gerade läuft. Ja, ne? Super geil. Grüße an Andi Xaver. Du hörst das tatsächlich hier vor der Tür. Geil. Vom Turm, hörst du? Wir sind gerade Kernan gefahren und ich kann nur sagen, es war wieder der Hammer, ne? Das war genial. Einfach nur genial. Man hat erstmal, ich habe ja gesagt, ihr wisst ja schon, dass ich Höhenangst habe. Und ich habe immer noch einen absoluten Respekt, wenn du dann da hochfährst und dann guckst du so runter und denkst, oh Gott, was mache ich da bloß, ne? Also, mega geil. Also, ich, ja, dass man so... Wir sind sprachlos. Also, wir sind echt sprachlos. Bin zwar auch schon mitgefahren, damals auch zur Eröffnung, aber das ist doch wieder nach langer Zeit wieder mitzufahren, also... Der Hammer, wirklich, klasse. Top thematisiert, die Q-Line, echt so viele Details. Ich habe schon vorhin gesagt, selbst der kleine Zwischengang zur Einteilung der Station und dahin, wo man alles ablegen musste, selbst da sind Holzzahnräder, die sich drehen, also genial. Und auch muss ich Lob an meine eigenen Kollegen ausrichten, die Musik da drin, ich habe schon gar nicht mehr, also ich habe das schon gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie genial das doch darin wirkt. Und die haben eine super geniale Anlage eingebaut. Also du merkst die Bässe, die vibrieren, egal wo. Wobei ich immer unterscheiden muss, ist es jetzt wieder die Attraktion oder was, wieder die Musik. Aber echt genial. Also vor allen Dingen hast du, also ich kriege ja immer Gänsehaut. Einmal, wenn du Bass drin hast, Musik drin hast und dann noch Achterbahngeräusche. Ja, ja, ja. Da war dieses Feeling wieder. Wir saßen übrigens zweite Reihe. Also wir wurden Konnten zur zweiten... Nicht entscheiden, ne? Nein, da haben wir keine Aktien drin. Auch so ein geiles System, ne? Diese Einteilung, dass keiner weiß. Also super. Und auch wo das Kernanzeichen so vom Licht her also leicht eingeblendet wird und dann leuchtet und dann wieder leicht ausgeblendet wird. Da stehe ich ja voll drauf, ne? Und auch Nebel war in diesem Raum, wo wir ausgewählt worden sind. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich liebe ja solche Details und ich achte drauf. So, ich habe mir übrigens nach... Ich hätte gern Eis, aber... Was willst du, ein Eis? So. Apropos Eis. Bei der Hitze. Ich brauchte nach Kernan eine kleine Pause. Ich habe mir so ein Erdbeer, wie heißt das Ding? Milchshake? Was hab ich gehabt? Was ich, ein Erdbeerkaffee? Erdbeerkaffee oder so. Guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Solange du es in dir behältst. Ja, doch. War super lecker und auch so, auch hier so, ne? Dass das alles so richtig massiv ist. Also das finde ich schon cool. Ja, ja, wirklich. Top thematisiert. Hat sich wieder immer nur wiederholen. Da hat sich wieder so viel verändert. Also man merkt schon, wenn man jetzt anderthalb Jahre nicht mehr hier war, Asche auf mein Haupt nochmals. Ich schäme mich. Es ist auch hier die Glocke, ne? Boah, können das. Hier. Unfassbar, oder? Und ja, was wollen wir jetzt fahren? Was war das jetzt noch? Rio, Störtebeckers Kappa. Haben wir auch gestrichen? Fahrt, ja, ist neu. Cool. Das ist, glaube ich, auch komplett neu. Cool. Ja, wir fahren jetzt irgendwas hier, Störtebeckers. Ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja immer so durcheinander. Beziehungsweise, wenn ich in den Parks bin, dann kriege ich manchmal gar kein Wort raus, weil ich immer nur am Staunen bin. Ja, ja. Geht das genauso? Ich kenne das. Also, und wie gesagt, ich bin ja eher immer hinter der Kamera, selten davor. Deswegen hab Verständnis, wenn ich auch nicht ganz so. Du! Also, ich bin immer so. Begrifflichkeiten und Attraktionennamen kennen, aber. Du kennst doch meine Videos, ich bin, du kennst das doch, ich bin immer so durcheinander. Das merke ich vor allem beim Kappen, beim Schneiden.
Das merke ich dann immer. Oh, was habe ich denn da schon wieder erzählt? Und oh. Weiter geht's. So, wir sind jetzt gerade Störtebeckers Raftingbahn. Wie heißt das denn? Mann, auf jeden Fall hat es einen neuen Namen. Das Rio Dorado hieß es früher. Das Solas Home Park. Vor allen Dingen wollten wir hier einsteigen. Wir sind hier den Gang gegangen und das ist der Ausgang schon immer gewesen. Und dann sagte ich zu Patrick, du, wir gehen falsch. Dann sagt er, ja, ich weiß, und dreht sich erst dann um. Wir haben es gefunden. Aber wir haben es gefunden. Oh, das ist so, ach. Aber ihr müsst entschuldigen, ich bin immer so durcheinander, wenn ich in Parks bin. Ich merk's. Ja. So. Sagt doch, komm, lass sie mal labern. Unfassbar, oder? Ja, nee, hat Spaß. Wie heißt das denn jetzt? Störtebeckers Kaperfahrt. So. Was hast du vorhin gesagt? Störtebeckers Rafting, oder was habe ich gesagt, ne? Ja. Oh, Kinders, ey. Und ich merk dir das mal. Ich habe einen Freizeitparkkanal, ne? Das kannst du dir sicherlich merken. Da geht das schon los. Da sage ich, ich bin hier gerade mit der Glocke. Obwohl, den Namen kann ich mir merken, das stimmt. Ja. Da war ich doch hier auch einmal drin. Also das ist gar nicht so. Es ist schon teilweise heftig. Glaube ich, der hat einen engen Radius, ne? Ja. In dem ja. Er sich dreht. Oh, Künders. Gibt ein Feuer an. Mit Feuer. Künders. Bei dem Wetter, super gar. Looping! Na gut, fast. Fast Looping. Fast mal, oder? Er redet und redet. Ich wir haben uns auch schon. Wir gucken auch uns. Das haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir gucken uns auch immer extrem die Technik an. Ja, ja. Also, wenn sich ein Rad oder so dreht oder. Ja. Ne, dann sind ja. Wir schon. Dann stehen da zwei Personen davor und sind total erstaunt. Nee, richtig. Also, ich mag ja auch die Technik, die da immer hintersteckt. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, gerade auch gefragt, warum auf dem Laufband. Die vorderen Rollen befeuchtet werden, ne? Mit zwei Schläuchen. Wer das weiß, in die Kommentare. Ja, genau, okay, das wollte ich auch mal. Da sind zwei Schläuche, wenn man hochfährt auf diese Stationsplattform, ja, ja. Dann haben die da zwei Schläuche montiert und die spritzen auf dieses Förderband. Richtig. Aber ich frage mich, wofür das Förderband befeuchtet sein muss. Also wer das weiß, der möge uns mal aufklären. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht ist es auch wieder simpel und wir sind da. Aber nicht auf Wikipedia gucken, das kann jeder. Googeln können wir auch. Genau. So, genau, wir gehen jetzt weiter und Richtung Westernstadt, glaube ich. Und gucken uns, denke ich mal, Flucht von Novgorod an, wa? Oh ja, das wäre ja genial. Los geht's, Abschuss! So, Kinders, wir sind gerade. Oh, ich werde alt. Wir sind gerade Fluch von Novgorod gefahren und ich habe das Gefühl, die ist schneller geworden. Also, oder ich werde älter. Aber Moment, ich bin ja erst. Wir sind ja beide 21, ist ja logisch, ne? Also, das Gesamtpaket ist hier. Ich kann es. Ich kann das nicht fassen, unfassbar, oder? Also das Gesamtpaket, geil, ne? Einmal diese Dark, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Dark Ride Fan und diese Dark Rides, allein auch die Q-Line und das auch mit der Tür am Eingang, was ja, du gesagt selbst, hast. Dass die Tür quietscht, also die haben eine Box wirklich an der Seite, dass die Tür so ein Knarren hat, ne? Und das, ich liebe diese Details, also das ist der Hammer. Allein, wie gesagt, ne? Und dann sind wir ja dann da die rein. Fahrt. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, also Hammer. Deswegen mussten wir auch erstmal sagen, so Kinders, wir müssen uns erstmal hinsetzen. Ja, ja. Weil das ist echt, also der Abschuss, der ist so kräftig, ja. Wo du da abgeschossen wärst. Und dann kommst du ja nochmal in diesen zweiten Part rein, wo du dann nochmal hochgezogen hell, wärst. Dunkel, ne? Hell, ja, ja. Hell, dunkel und dann noch mit dieser Animatronik. Der zweite Part auch, ne? Im Dunkeln, der Hammer. Ja, und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass es wirklich schneller geworden ist. Also da schießt er ja nochmal richtig ab. Wo ich denke, oh, können das, ne? Wo ich mir gedacht habe, so, jetzt braucht der Papa eine kleine Pause. Dann wird man noch von echten Animatroniken erschreckt am Ende. Ach ja, stimmt, das ist lustig, genau. Dann gibt es ja noch am Ende so ein Labyrinth, ne? Und dann wollte Patrick durch so einen engen Gang oder was es da war durchgehen. Und dann kam mir so ein kleines Kind entgegen und er hat sich voll erschreckt. Ich bin schreckhaft, also. Ja. Ein paar Leute wissen das. Jetzt weißt du es auch. Jetzt weiß es die ganze Welt. Wahrscheinlich auch. Selbst das Kind hat sich erschreckt. Weil ich mich erschreckt habe. Ja, das Kind hat sich wahrscheinlich wegen mich erschreckt, weil ich meine, ne? Der Oman, Unfassbar, oder? Ja, deswegen mussten wir jetzt so ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, chillen. Genau. Und vielleicht fahren wir jetzt irgendwas ich Ruhiges. Bin dann mal weg. Dann fahren wir jetzt chillen wir ein bisschen und fahren die Blumenbootsfahrt. Viel Spaß auf Klo. Wir fahren jetzt mal irgendwas Ruhiges. Ich brauche mal eine kleine Pause. Wir fahren jetzt Hansapark Express, so einen kleinen Rundgang, ein bisschen was Gemütliches. Und ist auch cool, ne? So die kleinen Details hier hinten, siehst du,
so eine Dampflok, ne, die hier steht. Und dann hast du auch, ich wusste gar nicht, dass da Ton rauskommt. Also wusste ich alles gar nicht. So die kleinen Details, also hier passiert immer irgendwie was. Finde ich cool. Ja, und jetzt fahren wir so ein bisschen Zug erste Klasse sozusagen. Und der Zug ist immer pünktlich. Unfassbar, oder? Da kommt auch gerade. Guck mal, da guckt er hin. Guck mal. Kann man da hinten dingsen? Könnt ihr das sehen? Ja, natürlich könnt ihr das sehen. Da kommt er gerade. Ja, ein bisschen was Entspanntes und ab geht's. Jetzt gerade gestärkt, beziehungsweise bevor ich das vergesse, schönen Gruß nochmal. Wir haben nämlich einen Zuschauer getroffen, ne? Ja, der hat sich riesig gefreut. Fand ich cool. Ja, muss ich auch sagen, schönen Gruß. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Ich vergesse. wir können ja hier nochmal. Oder? Und ja, schönen Gruß. Der kam aus Baden-Württemberg, ne? Ja, genau. Und natürlich kannte er auch IMAScore. Ja, Paul, ne? Er konnte auch wieder viel erzählen. Und der war, glaube ich, lieber fast... Lieber Kerl. Lieber Kerl, der war, was hat er erzählt? Eine Woche im Hansapark, ne? Ja, tatsächlich. Also, Stammkundschaft. Ja. Aus Baden-Württemberg. Krass. Ja, und dann haben wir gerade hier gut, gegessen. Wir wurden auch schon auf Instagram angeschrieben, ne? Ach ja, stimmt, ja, habe ich auch noch ganz vergessen. Da hat jemand... habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Derjenige hat geschrieben, er traut sich uns nicht anzusprechen, aber er kann es einfach machen. Ja. Braucht keine Angst haben. Ihr seht ja, wir sind auch nur Menschen. Na ja, gut, außer... Sind wir auch nur Menschen. Naja, eigentlich sind wir Außerirdische, aber... Pscht. Was ist hier eigentlich drin? Autoscooter. Ja? Das ist Space Race ist ein Autoscooter, ja. Okay. Ja. War ich auch noch nie drin. Ja, dann können wir, dann gehen wir gleich da rein. Wir gehen jetzt da rein. Bis gleich. Ja, wir waren hier gerade auf Space Race. Ich habe mal wieder verloren, wie immer. Ja, ja, genau. Und Patrick hat gewonnen, ne? Erste Mal. Ja, eine interessante Frage ist, ja, weil wir sind ja wieder Technik interessiert. Diese Autoscooter haben keinen Strommasten, ne? Oben, wie man das so kennt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das technisch? Ist die Platte unter Strom oder wie oder was? Ja, muss ja eigentlich, ne? Oder wie? Ja, das ist eine gute Frage. Und wieder eine Frage für die Zuschauer. Ne? Also wieder eine Question, klärt uns da mal auf, schreibt es mal in die Kommentare, falls es jemand weiß und nicht googeln. Googeln können wir selber. Ja. Also Google. Daher, was mir natürlich auch sofort auffällt, als Fan, hier der Wellenreiter, hier im Hintergrund, ich glaube, der ist neu gestrichen. Der sieht fresh sehr, aus. Sehr, sehr gut aus. Ja. Sehr sauber, sehr ordentlich. Ist mir sofort aufgefallen. Krass. Auch ein echt ein tolles Geschäft und ich weiß gar nicht, das ist ein richtig alter Klassiker. Der ist übrigens auch von der Firma Hus, wurde der gebaut, ja? Okay. Ja. Hoffe ich zumindest, weil ich gerade überlegt habe. Aber bevor Fakten. Ich wieder irgendwelche Fakten... Aber der ist, das ist ja eine Troika und ist von Hus. Also ich meine ja. Krass. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir waren vorher noch gerade essen im Restaurant Weltenbummler heißt das, glaube ich, also am Eingang. Super leckeres Essen und vor allen Dingen, also jetzt mal so als Beispiel, dann siehst du da ein Brezel, eine richtig große fette Brezel für 1 Euro also, im Freizeitpark, überleg mal. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube du blendest ja oben irgendwo ein, Dauerwerbesendung. Nein, aber jetzt ungelogen, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier, was der F&B-Bereich, also das Essen anbelangt, ist wirklich Hammer, top. Ja, also und wir haben, was haben wir bezahlt? Ich glaube 34 Euro für, was haben wir, großes Schnitzel gehabt? Jeder, der ne? Der Hansapark hat uns auch nicht bezahlt. Nein. Dass wir das sagen. Nein, aber wirklich, ja, Schnitzel, Pommes, Salat. Nachtischen, Salaten, Muffin, Pudding. Hast du alles aufgegessen? Zwei große Cola. Was hatten wir denn noch? Ich glaube, das war's, ne? Also wie voll am vollsten. Also ich werde schon nichts mehr essen. Ja, deswegen fahren wir jetzt auch Kärnten. Ja, wir fahren hier nochmal eine Runde. Kärnten nützt nichts. Vielleicht haben wir ja Glück und sind diesmal die erste Reihe, je nachdem, ne? Ja, ist ja auch wieder. Haben wir keinen Einfluss drauf. Also von daher, nee, sind wir gespannt und
dann würde ich sagen, wir ich laber hier wieder. Patrick sagt schon, lass den Typen mal labern, weißt du? Wir müssen da lang, ne? Ah ja, Entschuldigung. Ich kenne mich voll aus hier. Wo waren wir denn gerade? Kärnten? Kärnten sind wir gerade gefahren? Ich wiederhole nochmal, Homepark. Fast klar, oder? Also wir sind gerade Kärnten gefahren. Ja, dritte Reihe, war cool. Ja, leider nicht erste Reihe. Voll vergessen, Essen mit dem Essen. Und wir sind noch, wie heißt das andere Ding? Diese, wo du dich überschlägst. Mann, das da hinten steht. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Auch von Gerstlauer. Das ist auch von Gerstlauer. Mann, wie heißt denn das? Bin ich jetzt blöd? Diesen Flieger. Höhenflug? Nee, nicht Höhenflug. Mann, ihr wisst doch, wie das heißt. Für andere Attraktionen aus anderen Parks. Oh, sag mal, wie heißt. Ich komme nicht auf den Namen. Das habe ich so häufig. Von Gerstlauer, dieser Ride. Denkst du, ich komme jetzt drauf? Geht euch das manchmal auch so? Homepark. Ich stelle jetzt schon wieder eine Frage an den Zuschauern. Wie heißt das Ding? Wie heißt die Attraktion? Mann! Da, wo man sich überschlägt. So, wo man eigene Loopings machen kann. Ich habe voll versagt. So wenig. Ja, natürlich. Ich habe auf jeden Fall versagt. Und jetzt gehen wir noch mal in die Bärenhöhle. Weil das kennt Patrick nämlich noch gar nicht. Er setzt sich natürlich erstmal hin. Wir sind natürlich immer vollkommen im Arsch. Na, Opa? ich schleppe dich gleich noch mal in die Bärenhöhle. Kennst du die Bärenhöhle? Nee. Echt nicht. Da hatte ich tierisch immer Angst als kleines Kind vor dem Bären. Deswegen ja auch Bärenhöhle. Da ist nämlich ein Bär drin, oder auch mehrere, weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo der Stock finster ist. Und da würde ich vorschlagen, du gehst vor. Schade, filmen kann ich es leider nicht, weil es ist viel zu dunkel da drin. Das hätte ich gerne filmisch festgehalten. Bist du eigentlich schreckhaft? Testen wir gleich mal aus. Also wir gehen erstmal in die Bärenhöhle. Nur in der Q-Line von Flo von Novgorod. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ist das nicht krass? Von was daneben steht. Mir fällt das nicht ein. Du hast noch viel zu lernen, wenn du nach Hause gekommen bist, überall sind. Es tut mir leid. Egal, wir gehen gleich in die Bärenhöhle, nachdem wir... Du brauchst so eine Parkmap. Gibt es hier Parkpläne? Ja, gibt es, ja. Und, aber sowas vergesse ich auch immer. Unfassbar, oder? Na gut, egal. Also, wir gehen in die Bärenhöhle. Tschüss! Ja. Können wir mal machen. Unfassbar, oder? Ja, liebe Grüße an den Dennis. Ja, stimmt. Liebe Grüße nochmal an Dennis Ambro, ne? Also hier sind auch deine Grüße, Fans. Hallo. Grüße, ne? Er hat aber gesagt, dass er das Funfair-Block-T-Shirt vergessen hat. Richtig. Und, und er ist auch ein großer Fan von IMA-Score, ne? Richtig. So muss das sein. Und natürlich auch IMA Media. Dann muss ich jetzt noch ein paar T-Shirts kaufen. Bevor ich das vergesse, natürlich wusste ich, dass die Gerstlauer Anlage Kernerpulten heißt. Das war ja wohl klar, ne? Ne, Patrick, ich habe doch gelogen vorhin, ne? Genau. Du hast eine Parkmap geholt und hast nachgeschaut. Unfassbar, oder? Ja, wir sind gerade Fluch von Novgorod gefahren. Super cool. Sehr geil. Oder? Ne? Ist also. Aber jetzt bin ich auch kaputt. Ich bin kaputt. Oder? Ich muss nach Hause. Genau, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, ne? So. Ja, ich muss noch zum Büro, also ich fahre jetzt noch... Ich muss auch noch schneiden. Ich muss auch noch Videos schneiden, also das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ja, wir gehen nämlich jetzt Richtung Ausgang und Fazit, es hat sehr viel Spaß gemacht. Kommt hierher in den Hansapark, lohnt sich und... Unfassbar, oder? Und jetzt geht ja auch wieder die Sommersaison los, gerade mit dem Meer auch im Hintergrund. Das finde ich auch so geil, ne? Hier dieser Ausblick hier, ne? Oh, Kinders. Da hinten ist nämlich direkt die Ostsee. Gehen wir noch schwimmen? Nein, ja. So, ne? Ja! Unfassbar, oder? Ja, super Wetter gehabt, tolle Menschen kennengelernt. Habe ich das mit dem Restaurant, habe ich schon gesagt, ne? Sau. Ja, habe ich schon gesagt. Bin ja so vergesslich, ne? Ja. Viele Zuschauer getroffen und ein Zuschauer... Ja, der uns steht über Instagram. Stimmt. Okay. Ja, genau. Ne? Dann, der hat uns nicht mehr gefunden oder nicht mehr angesprochen. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Müsste auch nicht. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir zurück ins Lübecker Studio, oder? Oder war noch irgendwie was? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Tschüss. Tschüss. Ja,
Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Ja, nochmal herzlichen Dank an dich, Patrick, dass du extra nochmal wegen mir in den Hansapark gefahren bist. Und wir hatten wirklich einen super tollen Tag gehabt. Auch nochmal herzlichen Dank an den Hansapark für die Gastfreundschaft. Also es war wirklich toll. Und ich muss auch mal an dieser Stelle das Personal loben. Überall, wo wir waren, ob das jetzt an einem Fahrgeschäft, Achterbahn ist oder im Restaurant oder wo ich mir mal einen Kaffee geholt habe. Jeder hat gesagt, nochmal viel Spaß weiterhin und hatte ein Lächeln über. Also das muss auch mal gesagt werden. Wirklich toll. Und was auch noch ganz witzig ist, das habe ich nämlich vergessen im Video zu erwähnen. Wir waren ja im Familienrestaurant, wie hieß es nochmal, Weltumsegler, haben dort gegessen. Und als wir dann bezahlen wollten an der Kasse, die Dame, die hat dann gesagt, ach, jetzt erkenne ich sie erst. Ich habe sie gerade an der Stimme erkannt. Sie sind doch der Typ mit YouTube und Funfair-Blog. Unfassbar, oder? An der Stimme erkannt. ja, jetzt, ich glaube, die hieß Frau Schwarz oder Frau Schwarzer. Oh, ich habe das schon wieder vergessen, ey. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. An dieser Stelle, falls Sie das sehen, viele Grüße nochmal und es hat sehr lecker geschmeckt. Sehr, sehr cool. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch nochmal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung über den Hansapark in Sirksdorf? Plant ihr einen Besuch in der Saison 2018? Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Twitter, Instagram und ihr wisst schon wo. Und dann nochmal, falls ihr jetzt dieses Video auf YouTube und Google Plus schaut, dann blende ich euch hier oben rechts die interaktive Umfrage ein, die wie folgt lautet. Braucht der Hansapark ein Erlebnishotel? Ja oder nein? Nehmt gerne mal an dieser interaktiven Umfrage teil und das Ergebnis werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ist das nicht unfassbar? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe habe ich ja eine Baustellen-Achterbahn-Besichtigung im Toverland gemacht und zwar über das neue Themengebiet Avalon, Port, wie heißt nochmal, Laguna und Phoenix, den neuen Wing Coaster, der jetzt im, ich glaube, am 7. Juli eröffnet. Und da habe ich euch gefragt, wie ist eure persönliche Meinung über die Erweiterung? Und dann gab es ja noch die Umfrage, habt ihr das Toverland bereits besucht? Nein sagen 50%, also nein ist aber geplant. So muss ich das natürlich, wenn dann korrekt sagen. Ja sagen 35% und nein, der Park interessiert mich nicht, sagen 15%. Ja, also da kann man mal sehen. Ne? Also viele haben den Park tatsächlich noch nicht besucht und ich kann nur sagen, es lohnt sich da mal hinzufahren. Der Park entwickelt sich rasant schnell und auch meines Erachtens sehr, sehr, sehr positiv. Müsst ihr unbedingt mal hin. Dann schauen wir nochmal auf YouTube, wer hat da geschrieben? Der Joby Rides. Hi Lars. Hey Joby Rides. Moin. Es war wieder eine sehr gelungene Reportage. Ja, vielen Dank. Ich selbst war noch nicht im Toverland, aber vor Start meiner Ausbildung im August möchte ich dort gerne hin. Ob es dann der Eröffnungstag von Phoenix ist, weiß ich noch nicht. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie der Park ist und vor allem der neue Wing Coaster. Sonnige Grüße aus Warendorf nach Lübeck. Ja, sonnige Grüße, obwohl sonnig ist es momentan hier nicht, bewölkt. Trotzdem schöne Grüße nach Warendorf zurück und vielen Dank, lieber Joby Rides. Also ich kann nur sagen, lohnt sich, der Park muss unbedingt mal hin. Dann schauen wir nochmal auf Facebook, wer denn da geschrieben? Frank Deutscher heißt da. Als Fan der ersten Stunde und Jahreskarteninhaber ist das selbstverständlich ein Pflichtprogramm. Sehr gut. Die Erweiterung wird den ohnehin charmanten Park auf ein noch ungeahntes Level hieven und ganz gewiss für massiven Gesprächsstoff in der Branche sorgen. Der Eingangsbereich Port Laguna versprüht bestes Port Aventura Feeling und Avalon mit dem B&M Wing Coaster und der Mack Bootsfahrt. Da kann nichts schief gehen. Wann hat es in Europa zuletzt solch eine Neuheitenoffensive gegeben? Einfach nur ein toller Park mit nettem Personal, das Attrakti-Park Toverland. Ich sag Freizeitpark Toverland, so. Ich und meine Aussprache, das ist unfassbar. Ja, vielen Dank, lieber Frank, für dein ausführliches Statement dazu. Und ich kann mich auch nur wiederholen, es ist wirklich ein toller Park und lohnt sich. So, ja, dann haben jetzt wieder die Spender das Wort, sobald ich das nicht vergessen habe. Jetzt schauen wir mal, wer gespendet hat. Seit dem 22. Mai 2018 haben folgende Personen gespendet. Einmal der Leon, 10 Euro. Danke für die tollen Videos. Mach so weiter so. Ich freue mich immer wieder aufs Neue und neue Neuigkeiten zu erfahren. Wieder aufs Neue Neuigkeiten zu erfahren. Okay, tolle Arbeit. Ja, vielen Dank, lieber Leon, für deine sehr großzügige Spende. Wirklich toll. Vielen, vielen Dank dafür. Hilft mir enorm weiter.
Dann Frank Nico hat 5 Euro gespendet, herzlichen Dank. Tim hat 25 Euro gespendet, Wahnsinn, herzlichen Dank dafür. Und Manuel hat 10 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank, lieber Manuel, für deine Spende. Ja, falls ihr auch spenden möchtet, die Vorteile seht ihr erstmal hier oben links. Also sprich, ihr werdet automatisch benachrichtigt, falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt, von meiner Seite aus gesehen, exklusiv für die Spender. Ihr nehmt auch automatisch an Gewinnspiel teil, die nur für die Spender gedacht sind. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, ihr kriegt auch manchmal so exklusives Merch zum Selbstkostenpreis. Da kriegt ihr manchmal dann auch Angebote, also lohnt sich. Und wie könnt ihr spenden? Das ist ganz einfach. Also einmal geht das über Patreon, ist möglich. Dann PayPal ist ebenfalls möglich oder klassisch über Banküberweisung. Sämtliche Informationen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut mal rein und ja, das wollte ich sagen. Und sämtliche Kohlen werden natürlich auch in den Kanal investiert. Das heißt, ich kann natürlich noch bessere Videos produzieren. So, Schluss mit der Bettelei. Was wollte ich denn noch sagen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich habe irgendetwas vergessen. Kennt ihr das Gefühl? Oh, aber ich glaube, ich habe alles, alles gesagt. Ah, nur Moment. Mir fällt es gerade wieder ein. Ihr könnt noch, wenn ihr möchtet, das gilt aber für alle, ein Funfair-Block-T-Shirt bestellen für nur 16 Euro inklusive Porto, Verpackung, Versand und hast du nicht gesehen. Video blende ich euch auch mal ein. Da findet ihr nähere Informationen, wie ihr das T-Shirt bekommt. Nur noch bis 10. Juni 2018 habt ihr die Möglichkeit dazu, weil ich eine Sammelbestellung mache. Und lohnt sich, wer also so ein T-Shirt haben möchte, der kann sich gerne melden. So, jetzt aber, das soll es von mir gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes. Und wir sehen uns in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Looping. So. Oh, herrlich, ne? Das Geräusch. Das Geräusch ist schon mal herrlich. Das ist super geil. Ich mag sowas. So. Outtakes. Nochmal. Scheiße. Zu sicher. Diese Richtung einmal gehen. Hm. Ah ne, wir wollten ja hier noch, ne? War noch irgendwie so, ne? Ja, genau. Ja, dann gehen wir hier. Er weiß selber nicht, wo es lang geht. Ich dachte, das ist dein Homepark. Ja, ich kann mich nicht aus hier. So. Also ich habe hier so, ne? Ja, jetzt. Action! Grüß dich. Ja, jetzt so Nahaufnahme. So, ja, muss mitkommen. So, muss mitkommen. Ja, ja, so. So, Kinders, kleiner Walk-Video hier. Ein Walk-Video, unfassbar, oder? Ja. Wir waren jetzt gerade. Also, so, erstmal Ausgang finden. Ne? War das hier? Ja. Wie geht's denn hier raus? Nochmal. Es ist dein Homepark. Kannst du mir gerade kurz noch einen Parkplan nochmal holen? Warte mal, jetzt müssen wir. Pass auf, wir müssen, glaube ich, hier. Können wir auf die Treppe hochgehen? Du bist doch hier aus der Gegend. Kann man. Ich bin aus der Gegend. Warte mal, ich glaube, wir gehen. Da ist die Schiffschau. Doch, hier können wir rausgehen, glaube ich. Kann man allein? Ja, ja, ja. Vertrau mir, ich kenne den Weg. Ja, dir zu vertrauen. Oder? Können diese Augen lügen? Können diese Beine fremd gehen? Schwachsinn. Ich brauche erstmal ein Uso. Tschüss.